Hallo, liebe Leute, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Dinko. Wir sind in Folge 42 und wir laufen mal eine Runde raus und wir sehen, hier ist alles aufgebaut, hier ist alles hingestellt, hier ist alles aufgeräumt und da vorne ist nichts mehr, bis auf die Bäume, die wir gepflanzt haben. Genau, die Falle steht drüben noch. Da bin ich auch überlegen, ob ich hier drüben eine stehen lasse und hier drüben und auf unserer Seite hier noch eine weitere Abgabestelle baue. Aber wir haben jetzt erstmal hier alles drin. Zum Beispiel hier seht ihr, ist der Metallpart drin. Ne, da sind die Muschelngeschichten drin. Ne, hier sind Werkzeuge und besondere Sachen, die wir so gefunden haben. Das eine gehört zu Möbeln eigentlich, wenn man ehrlich ist. Da ist noch ein schöner, teurer Schmetterling. Den nehmen wir auch noch mit. So. Ne, da habe ich hier zum Beispiel noch nichts drin. Da soll noch mal Essenssachen rein. Oder irgendwas anderes in der Richtung. Ne? Gucken, da haben wir noch einen über. Hier ist halt Essen in Rohform. Hier ist Essen in gekochter Form. Also wie gesagt, da sind schon so ein paar Fässerchen und alles hier richtig hingestellt. Und jetzt sind wir hier so weit auf dem Laufenden, dass wir erstmal uns um die Tiere kümmern können. Sprich um unser Tier. Das ist nämlich nur das eine hier. Dafür habe ich hier auch eine Kiste drin stehen. Da weiß ich gar nicht, ob ich die letztes Mal schon drin hatte. Ich glaube auch schon. So, dann gucken wir mal. Da ist unser Problem. Wir haben noch einmal Futter. Das heißt, das ist dann für den nächsten Tag mit sozusagen. Da frisch reingeschmissen. Susi noch eine Runde petten. So. Oder streicheln in dem Sinne. Sich ums Tier kümmern. Ja, die ganzen Tiere hier habe ich hier nochmal neu sortiert. Und die stehen jetzt alle beieinander. Also hier, das ist alles nur eine Sorte. Das ist alles nur eine Sorte. Ne, hier die Fische getrennt. Das ist nur eine Sorte. Also das ist alles jetzt hier ein bisschen getrennt aufgebaut. Dass wir hier so ein bisschen Spielraum haben. Also ich kann es irgendwie nicht widerstehen, wenn hier ein Schmetterling rumfliegt. Also ich bräuchte ja jetzt eigentlich nichts hinstellen. Auch die ganzen Fliegengeschichten, die ich jetzt hier gerade fange. Wenn wir die direkt abgeben können, ist nicht. Wenn ist gut, wenn nicht, dann verkaufen wir sie direkt. Weil ich habe ja eigentlich mehr als genug stehen gerade. So. Ja, ein bisschen Blümchen sind auch da. Ah, der gute John, da sprechen wir gleich mal eine Runde mit. Solange wir hier noch nicht keine 5 Sterne haben, ne, können wir immer noch gucken, ob wir was für die Jungs erledigen können hier. Er will andere Klamotten haben. Das ist doch kein Problem, John. Das kriegen wir doch geregelt. Weil ich habe jetzt im Haus hier auch 2 Kisten stehen. Ne, da sind die besonderen Teile drin, die wir in der Welt finden. Und hier sind Klamotten drin. Und das eine Purple Shirt, was wir jetzt hier haben, das werde ich den guten John in die Hand drücken. Da vorne steht er noch. Das ist kein Wunder, es war heute Sonntag, ne? Können wir ihn hier schon mal den Kram erledigen. Dann wissen wir wenigstens, der John ist schon mal durch. So. Und wir kriegen von ihm Stiefel. Gut, dann machen wir hier weiter. So, um jetzt hier welche Bücher zu kriegen. Ich hatte, glaube ich, mal erwähnt, es gibt Bücher für Insekten und für Fische und sowas in der Richtung. Dafür müsste man, glaube ich, insgesamt 45 Sachen hier abgegeben haben. Dann gibt es die Bücher zu kaufen. Die liegen dann in der Ecke. Ah, er hat noch einen Hut, den er nicht haben will. Boah, der ist teuer. Nee. Nö, du, tut mir traurig. Der hätte dann in einer anderen Ecke da gelegen. Ihr seht, wir sind von den 45 noch ein Stückchen weg, weil wir haben gerade mal 24. So, okay. Besucher haben wir keinen. Dann machen wir mal einen fixen Tag draus. Können wir noch mit der Guten hier sprechen. Einmal Fletch. Let's chat. Und hier auch nochmal gucken. Blue Moon Butterfly. Ich glaube, den haben wir gerade sogar gefangen, wenn ich mich nicht täusche. Ja, da unten habe ich ihn in der Tasche, meine ich. So, gut, dass wir das gemacht haben. Dann haben wir das nämlich gleich mal erledigt. This is for you. So, alles fertig. Sehr schön. Einmal angeklickt und los geht's. Gibt's was Schönes? Green Boots. Also Klamotten haben wir schon mal wieder. 2 Sachen, die wir nicht unbedingt brauchen. Die packe ich hier auch mal fix weg. Obwohl, ne, ich packe sie noch nicht weg. Ich gucke jetzt aufs Board, ob jemand Klamotten tauschen will. Ne, das ist eine Brotgeschichte. Da sind wir leider nicht am Start. So, hier waren die Klamotten drin. Da packen wir die beiden Sorten Stiefel nämlich dazu. Da haben wir wieder was zum Tauschen. So, Leute. Das Ei zu den Essenssachen. Das müsste irgendwo hier sein, glaube ich. Ne, da ist der gekochte Spaß. Dann ist es hier. Ja, da unten ist es. Gut, gut. Stinkback. Habe ich den hier schon in größeren Mengen oder halt nicht? Das sind, glaube ich, alles Fliegen, wenn ich mich nicht täusche. Das sind die Spinnen.
Da sind Schmetterlinge, Schmetterlinge, auch alle Schmetterlinge, Schmetterlinge, das ist Käfer. Habe ich echt keine einzige. Kein Stinkbug? Ist egal, wir probieren es einfach mal, wir stellen einfach mal einen hin. So. Dahin gepackt. Auch okay. Harlequin Butterfly, den verkaufen wir morgen. Fliege können wir auch hinpacken, dass wir unsere Taschen leer haben. Einfach da einen oben drauf. Oh, das sieht nicht so gut aus. Moment. Drehen wir lieber, ne? Sieht so besser aus. Gut. Was können wir noch machen? Wir können gucken, was da vorne schönes rumfliegt. Irgendwas flog hier gerade. Das sieht größer aus wie eine Fliege. War trotzdem eine Fliege. Okay. Gut, ja, was können wir noch Schönes machen? Wir können mal anfangen, irgendwelche Fruchtgeschichten oder sowas zu pflanzen. Man kann natürlich überlegen, ob wir von hier aus da auch noch eine Brücke rüber bauen. Ne, hier einfach so einen Gang lassen, darüber bauen, dass wir zwei Verbindungswege hier haben. Ich glaube, das könnte gar nicht mal so schlecht sein. Ich gucke mal, was kostet so eine Brücke? Das war die. Die habe ich genommen. 15 Planken, 15 Nägel. Das sollte man vielleicht irgendwie hinkriegen. Wir haben auf jeden Fall keine Planken, aber wir haben das Holz. Da gucke ich mal, ich weiß nicht genau, wo ich die. Hatte ich noch Nägel irgendwo? Sieht nicht so aus. Aber wir haben auf jeden Fall Barren. Der Kreis daraus machen wir uns Fixnägel. Nein, ich will nicht die fangen, sondern ich will hier was aufstellen. So, hier von zweiten aufbauen braucht Hardwood und Palmwood Planken, das ist gut. Und auch Nägel. Das ist auch okay. Das sollten wir alles hinkriegen. Nägel. Da fängt es an. Nägel, Nägel, Nägel. So. Hardwood 2. Palmwood 2. Aus dem Inventar rausgehen, sonst können wir die Fliege nämlich nicht hinpacken. Und dann wird jetzt erstmal hier ein bisschen gesägt. Irgendeiner rennt da doch durch mein Tiergehege. Hier können wir fliegenderweise wechseln. So. Hier können wir zum Glück auch alle auf einmal einsammeln. Irgendwie hatte ich gar nicht gemerkt, dass ich schon am Weitersägen bin, weil irgendwie schiebe ich mir das immer selber ins Gesicht. Natürlich würde so nie im Leben jemand auf sich zusägen. Das ist natürlich, das ist ein Spiel, ganz wichtiger Ansatz. Auch keine Simulation, ne? Weil sonst wird auch kein Baum aus der Hecke kommen. Eben fix den Kram hier machen. Dann können wir eine neue Brücke bauen und eine neue Abgabestelle für Krokodile und für die Fallen. Irgendwo habe ich die Fallen auch mit reingelegt. Ich muss mal gucken, wo das gewesen ist. So. Wir bauen die erledigt und wir bauen die auch erledigt und wir haben noch Nägel über. Da wir hier bauen und hier nicht viel drin ist, packe ich hier die Nägel dazu. So, die Abgabestelle. Da sind auf jeden Fall schon wieder Krokodile. Ich weiß auch nicht genau, wie weit unsere Stadt ist oder wie weit es geht. Ich hege die Vermutung, dass ich das hier irgendwo hinbauen will. Aber eher zum Wasser gedreht. So. Habe ich eine Falle dabei? Nee, also muss ich die Fallen irgendwo haben. Und hier ist auch ein Krokodil. Da sind sogar zwei Krokodile. Ich werde mal hier munter reinspringen. Jetzt wird er schon nach mir schnappen. Weil es kann ruhig hinter mir herkommen. Hier sind sogar drei Krokodile. Das ist eine saubere Geldeinnahmequelle, weil hier liegt noch eine Falle. Dann kann ich die gleich in Runde mitbenutzen. Und wir sollten vielleicht ein paar Fallen nachbauen. Vielleicht sollte man auch einfach Fallen dahin setzen, Kisten dahin setzen, wo die Kisten stehen, die Abgabepunkte stehen, um da Fallen reinzupacken, ein paar mehr. Ich glaube, die Idee ist auch nicht schlecht. So, natürlich muss man erstmal gucken, wo meine jetzigen Fallen geblieben sind. Habe ich natürlich jetzt irgendwie keinen direkten Plan, wo ich es hingetan habe. Kommt davon, wenn man alles neu macht. Aber eigentlich müssten wir welche haben, sagen wir es so.
Oder hatte ich die drüben bei den Möbeln? Ne, hier sind sie. Okay. Also, wir brauchen jetzt mindestens zwei Fallen. Ne, weil ich natürlich... Jetzt wisst ihr auch, warum ich hier eigentlich eine Brücke rüber bauen will. So, wir gucken mal. Hier mal fix eine Falle hinstellen. Wir holen gleich mal eins der Krokodile hier weg. Das eine ist nämlich gerade schön an der Küste. Komm her, hier, Krokodil. Sehr schön. So. Sehr schön. Krokodile, genau. Hier Schnappi spielen und dann schicken wir dich weg. Jetzt kann ich mir gleich noch eine neue Falle holen. Oder am besten nochmal zwei. Da sind unsere Fallen schon alle weg. Ich lock das eine jetzt hier auch nochmal rüber. Ja, reagiert schon. Hallo, Krokodil. 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 Es geht da sogar an Land. Okay. Dann geh mal da an Land. Ich gehe neue Fallen holen. Dann können wir gleich mal unsere neue Geschichte da einweihen. Ist doch auch schön. Falsche Kiste. Richtige Kiste. So. Fix die nächste hier hinstellen. Ich weiß gar nicht, wie weit war ich hier gelaufen bis dahin. Okay. Was geht aber? Man hat einen relativ flachen Weg hier vom Strand. Da ist das Krokodil. Da kommt das Krokodil. Okay, ich muss jetzt so ein bisschen vom Winkel hier hinterlaufen. Ja. Vielleicht nicht der optimalste Platz. Aber auf jeden Fall werde ich jetzt hier eine Falle hinstellen und drüben auch eine Falle hinstellen. So, okay. Fallen hingestellt, Krokodile. Ne, hier steht eine Falle. Ah, habe ich noch eine dabei. Ist auch gut. So, gucken, ob wir noch mehr Krokodile haben. In der Richtung nicht. Gucken wir doch mal hier vorne um den... Ich laufe eigentlich mal so vorbei. Ich kann die eigentlich kann ich die Dinge auch einsammeln hier. So ein bisschen ernten zwischendurch ist nicht schlecht, weil wir wollen ja auch noch was anpflanzen. Und ich kann auch die anpflanzen hier. Und die auch. Oh, ich hatte hier einen liegen gelassen, sehe ich gerade. So. Aber hier in unserem Flussabschnitt sehe ich leider kein Krokodil mehr. Hier fliegt auch ein schöner Schmetterling. Und noch einer. Den nehmen wir natürlich alles mit. Können wir am nächsten Tag natürlich schön verkaufen. Ne? Das hier brauchen wir auch für unsere Keks. Ne? Die füllen wir damit ja. Deswegen sammeln wir die ja hauptsächlich ein jetzt hier. Wir haben gerade ein bisschen Holz rumgehauen, dann können wir das auch machen. Oh, unsere anderen Aufgaben. Was gießen und fünf Tiere jagen. Okay. Die Tiere jagen. Wir haben nur den einfachsten Speer. Da brauchen wir eine Woche fürs Känguru. Das Känguru können wir so abhaken, ja. Und die Hunde und sowas dauert auch ein bisschen länger. Wir brauchen eindeutig erst eine andere Jagdlizenz. Das würde eindeutig was wegmachen. So. Ja, diese Jezebel-Dinger, die bringen eigentlich mal gut was. Deswegen bin ich hier gerne mit unterwegs. Hier ist unser Funkmast, der britzelt noch. Also es sind Portale, ne? Das heißt also, da könnten wir uns an die verschiedenen Masten, ist Norden, Süden, Osten, Westen, steht jeweils einer, können wir uns hinporten. Das geht damit. Also die Brücke müssen wir auf jeden Fall noch setzen. Das sollen wir nicht vergessen. Hier noch ein bisschen was einsammeln. Wenn man schnell genug klickt, dann verteilen sie sich auch nicht so weit, sondern dann hat man sie gleich aufgenommen. Nur bei den Bäumen ist es schwieriger. Aber bei den Jungs hier geht das. Hier noch ein bisschen Puh und noch ein bisschen Blümchen sammeln. Ja, da war ich auch nicht schnell genug in dem Fall. Die mögen nämlich auch nicht, wenn Puh rumliegt. Das macht die Stadt nämlich auch nicht schöner. So, 51 haben wir davon gesammelt. Zweimal Blumen haben wir, das ist okay. Da haben wir Blümchen gesetzt, da ist ein Blümchen gesetzt.
Da haben wir auch welche gesetzt. Dann setzen wir hier auch noch mal welche. So. Unser Dorf soll schöner werden, ne? So sieht's aus. Hier was Neues dazugekommen. Ne, das hatten wir schon. Dann kommen wir noch mal zum Kommando Brücke. Das ist ja die einfachste Form. Wahrscheinlich hier rüber, ne? So, Brücke. Und? Ja, so sieht auch gut aus. Wir können schön eine Runde rüber marschieren. Hier hin und können hier unsere Anpflanzung machen. Ne, hier seht ihr ja schon, haben wir schon unsere Bäume gesetzt. Da haben wir schon eine Palme hingepflanzt. Kann man halt verschiedene Sachen dann pflanzen. Dafür hätten wir, können wir nicht pflanzen, sondern dafür hätten wir die Büsche kaputt machen müssen, damit wir sie pflanzen können. Ne? Wesentlicher Punkt. Funktioniert sonst nicht. So. Ja, aber es sind schöne, schnelle Varianten. Hier werde ich das wahrscheinlich noch alles ein drüber setzen, dass man hier noch schön die Schräge hochkommt, noch eine Treppe dran bauen oder sowas. Das können wir auf jeden Fall machen. Das sollte gehen. Ne? Das ist ja eine Ausweichschmelze nur. Das ist dann kein Ding. So, ja, aber wir sind, ihr ahnt es, genau, fertig mit der Folge für heute. So schnell geht's. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Würde mich sehr freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei sein würdet. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne passenden Daumen da. Ich würde mich sehr über ein Teilen freuen und ein Abo wäre spitzenmäßig. Dann sage ich nochmal vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis morgen.